Eines meiner Vorsätze im Jahr 2020 war, endlich mal die Dinge umzusetzen, die ich mir schon ganz lange vorgenommen habe, wie bestimmte Städte, die ich besuchen wollte, oder Festivals, ganz, ganz viele Dinge, die einfach auf meiner To-Do stehen, die ich unbedingt mal machen möchte in meinem Leben. Und deswegen habe ich 2020 zu dem Jahr gemacht, an dem das stattfinden soll, an dem ich ganz, ganz viele Dinge davon umsetzen möchte, und habe aufgrund dessen ganz kurzfristig Anfang des Jahres Barcelona gebucht. Habe ich dazu entschieden, diese Stadt endlich zu besuchen, und das war super schöne Erfahrung. Es hat mir richtig gut getan. Ich habe diese Zeit vor allem auch gebraucht, mal wieder für mich alleine einfach ans Meer zu fahren, schön essen zu gehen, ein bisschen einkaufen, die Sonne zu genießen und einfach ganz mit mir alleine zu sein. Ich habe mich aufgrund dessen auch entschlossen, mich dort nicht groß mit jemandem zu treffen, was ich eigentlich vorgehabt hatte, sondern wirklich nochmal in mich zu gehen, und das hat mir richtig gut getan. Ich hatte dann am dritten Abend trotzdem ganz kurzfristig ein paar Jungs getroffen, die mega cool drauf waren. Wir waren zusammen essen in einem super schicken veganen Restaurant, und ansonsten habe ich wirklich komplett alleine die Zeit mit mir genossen, gar nicht geredet groß mit Menschen, außer wenn ich vielleicht was eingekauft habe. Barcelona hat mich als Stadt schon immer mal gereizt, einfach aufgrund der Architektur und natürlich auch aufgrund des vielfältigen Angebots an veganem Essen. Ich bin auch sehr froh, dass ich dorthin geflogen bin. Es ist eine Stadt, in der könnte ich mir wirklich vorstellen zu leben. Das ist wunderschön. Die Vibes sind toll. Ganz viele positive Menschen, ganz viel positive Energie dort. Ich konnte mich dort wirklich komplett fallen lassen und meine Akkus auftanken. Ich konnte mal wieder ganz in den Moment kommen, total achtsam sein. Und ich konnte einfach mal die Menschen um mich herum beobachten. Das liebe ich sowieso. Meine Tage habe ich größtenteils mit Essen verbracht und einfach damit die Stadt anzuschauen, die Sehenswürdigkeiten. Und am letzten Tag war ich dann noch ein bisschen einkaufen. Ich habe mir ganz tolle Ohrringe rausgesucht, die ich mega schön finde. Da war für mich die Reise nach Barcelona ein bisschen kurz, und es gab auf der Rückreise auch einige Schwierigkeiten mit der Fluggesellschaft. Ich bin auf jeden Fall wieder nach Hause gekommen, auch wenn es ein bisschen teurer geworden ist, aber das ist gar nicht schlimm. Ich liebe es, trotz der negativen Erfahrungen einfach immer wieder allein reisen zu gehen. Das gibt mir so unheimlich viel. Ich lerne dort wirklich am meisten. Ich wachse am meisten, wenn ich alleine reisen gehe. Ich lerne mich selbst kennen, ich finde zurück zu mir. Und ja, es ist eben egal, was du für eine Erfahrung machst, ob jetzt positiv oder negativ, du bist alleine mit dieser Erfahrung und du kannst daraus so viel mitnehmen. Du lernst viel mehr Menschen kennen. Ich kann es jedem nur ans Herz legen, wenn das etwas ist, wenn ihr schon immer mal alleine reisen wolltet, eine Stadt anschauen wolltet, in ein bestimmtes Land fliegen wolltet, dann macht das wirklich. Nehmt euren ganzen Mut zusammen und bucht einfach und dann fliegt einfach los. Packt eure Sachen, geht an den Flughafen und los geht die Reise. Wirklich. Kein Zurück mehr. Ihr habt nur dieses eine einzige Leben und ihr werdet mit eurem Partner oder mit euren Kindern oder Eltern werdet ihr noch ganz viel reisen. Aber alleine
das ist immer was ganz Besonderes. Und es gibt nur bestimmte Zeiten im Leben, wo man das so machen kann, ohne groß Rücksicht auf jemand anders nehmen zu müssen. Deswegen nutzt diese Chance und lasst euch niemals von eurer Angst beeinflussen. Ihr könnt immer diese Entscheidung treffen, lasse ich meine Angst bestimmen oder lasse ich mich selbst bestimmen, was in mein Leben kommt und wie mein Leben verläuft. Lasst euch nicht von eurer Angst leiten, sondern von eurer Intuition. Das ist ganz wichtig. Hört auf euer Bauchgefühl und dann setzt es einfach um. Manchmal überdenken wir Dinge und malen uns das Worst-Case-Szenario aus, obwohl das totaler Quatsch ist, weil es sowieso nicht so kommen wird. Deswegen mach es einfach, denk nicht groß drüber nach. Ich hoffe, du hattest Spaß bei diesem Video und du konntest ein bisschen was sehen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten. Ciao!